Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu diesem WDR Extra. An dem Tag, an dem die Bundeskanzlerin uns allen noch mal erklärt hat, warum wir im November fast das alles lassen müssen, was uns am meisten Spaß macht. Ja, das ist aber auch der Tag, an dem Intensivmediziner sagen, diese Beschlüsse sind richtig und sie fordern sogar noch mehr. Die Krankenhäuser sollten auf Notfallbetrieb herunterfahren, denn in 14 Tagen drohe auf den Intensivstationen die Überlastung. Stand heute liegen 1.696 Menschen mit Covid-19 auf einer Intensivstation. Das sind im Moment noch weniger als auf dem Höhepunkt im Frühjahr. Da waren es 2.850. Aber die Kurve steigt steil an. 14 Tage. Das ist die Zeit, die es im Schnitt bei schweren Fällen von der Infektion bis zur Intensivstation dauert. Und auf der in Eschweiler konnten die Kollegen von Quarks gestern noch drehen. Bald wird das wohl so nicht mehr möglich sein. Hier liegen Menschen, denen Corona den Atem genommen hat. Das Virus ist ein bisschen Alltag geworden für das Team der Intensivstation in Eschweiler, aber irgendwie auch nicht. Professor Uwe Janssens arbeitet seit 30 Jahren in der Intensivmedizin. Doch so etwas wie die Corona-Krise habe er bisher noch nicht erlebt. Die Lage sei ernst. Was uns besorgt, ist die Menge der Infektionen. Was uns besorgt, ist, dass jetzt mittlerweile auch im medizinischen Personal Pflegende sowie auch Ärzte zunehmend auch Infektionen beobachtet werden. Und das ist nicht wenig, was wir da sehen. Und das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, dass wir bei steigenden Zahlen, bei zunehmenden Infektionen auch im helfenden Bereich die Sorge haben, können wir das dann irgendwann noch mal mit ausreichender Personalkraft versorgen. Heute sitzt Professor Janssens in Berlin und warnt stellvertretend für die Intensivmediziner in Deutschland. Die Zahl der Intensivbetten sei noch ausreichend, aber er sieht zwei andere Probleme. Zu wenig Pflegepersonal und die Krankenhäuser müssten sich wie im Frühjahr wieder besser rüsten. Obwohl aktuell deutlich höhere Infektionszahlen im Vergleich zum Frühjahr vorlagen, wurden bisher keine regulatorischen Maßnahmen von der Politik getroffen, um den Regelbetrieb der Krankenhäuser wieder schrittweise auf einen Corona-Notfallbetrieb umzustellen. Verschiebbare Eingriffe und Behandlungen sollten ausgesetzt werden, um damit zusätzliche Personalkapazitäten und strukturelle Kapazitäten zur Verfügung zu stellen. Zurück an der Corona-Front auf der Intensivstation. Diesmal Uniklinik Essen. Auch hier geben die Pflegekräfte alles rund um die Uhr. Markus Wecking und seine Kollegen müssen sich selber schützen, 26 schwerstkranke Covid-19-Patienten versorgen. Eine mentale Herausforderung. Man ist in Sorge, schaffen wir das alles? Werden die Zahlen so explodieren, wie der ein oder andere Virologe, Infektiologe es sagen wird? Schaffen wir es, stecken wir uns an? Das ist auch, ich bin klassische Risikogruppe mit über 50 und so weiter und so fort. Aber die Sorge bezieht sich nicht nur auf die Station, sondern bezieht sich auf die Gesamtzahlen der Bevölkerung. Auch Intensivmediziner Janssens blickt besorgt auf die kommende Woche. Noch seien die stärksten Anstiege bei den jüngeren Menschen. Aber wenn die älteren Patienten dazukommen, werde es richtig gefährlich.